Das ist ein sehr hochwertiges Glas mit sehr viel Cola drin. Es muss genau mittig sein. Nicht noch mehr. Hallo. Oh mein Gott. Nochmal. Nein, nein. Joey, mein Herz. Julia. Anni, kannst du bitte den Strom abstellen? Oh, das ist perfekt. Nein, ist perfekt. Joey, bitte. Guck mal, wie die Cola hochgeht. Mach auf jetzt. Ich. Ja, es ich hab's, reicht. Ich hab's. Es reicht. Es reicht. Es reicht. Mal gucken, wie es schmeckt jetzt. Ja, wahrscheinlich gar keine Kohlensäure mehr drin. Oh mein Gott, es schmeckt nach Himbeere. Hast du selbst keine Mandelentzündung mehr? Nein. Du hast die krassesten Mandeln, die ich je gesehen habe in dem Mund. Danke. Man kann quasi gar nicht mehr dein Zäpfchen sehen, so fett sind deine Mandeln. Du hast quasi auch gar kein Zäpfchen. Ist dir das mal aufgefallen? Hä? Sie hat doch nie in meinen Mund geguckt. So ein Pinöppel ist das. Ein Zäpfchen hängt da runter. Sag mal. Das ist ja voll lang. Ja, ich habe richtig das gute lange Zäpfchen. Das ist doch nicht gut. Doch, das ist richtig gut, wenn das lang ist. Warum ist das gut, wenn das lang ist? Wir haben uns heute hier versammelt, liebe Leute, weil ich eine ganz, ganz tolle Idee hatte. Ich wollte töpfern mit Joey. Stimmt gar nicht, du hast mir das vor. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Es ist nicht passiert, dass wir zusammen töpfern gegangen sind. Und deswegen dachte ich, ich nehme das Ganze jetzt hier einfach selbst in die Hand und wir machen das jetzt hier in meinem Video. Hä? Aber wir machen trotzdem noch den Töpferkurs. Ich möchte auch noch den Töpferkurs machen. Wir haben einfach so ein, wie nennt man das? Ding. Ding. Guck, das ist so ein... So ein Töpferding. Hört ihr das? Das dreht sich ganz schnell. Wir töpfern heute wie die Oma von Titanic. Aber werden dabei noch so ein paar kleine Twisty-Disties haben, oder? Kriegen nämlich Schätzfragen gestellt und die Person, die... Ja, ich weiß, das sieht ja, ganz lass dich doch aus. Mal nicht so ablenken. Wir kriegen Schätzfragen gestellt und die Person, die die Schätzfragen weniger gut beantwortet, die kriegt eine Bestrafung. Ich glaube, ich kann es reindrehen. Oh mein Gott, das ist drin. Und ich weiß nicht, ob sie da rausgeht. Au! Oh mein Gott, Jürgen, du kannst es doch nicht einfach rausziehen. Da hängt ein fetter Popel. Da hängt überhaupt kein Popel. Guck, das passt, glaube ich, perfekt in mein Ohr rein. Hör auf jetzt! Das macht so Spaß. Bevor wir mit diesem Video starten, haben wir aber noch eine ganz, ganz wichtige Message an euch. Denn wir werden uns nicht nur heute darum betteln, wer besser in diesem ganzen Zeug ist, sondern das machen wir schon die ganze Zeit. Und auf einem neuen YouTube-Kanal, den wir beide zusammen erstellt haben. Wie heißt der? Julia versus Joey. Auf diesem Kanal, Leute, ist jetzt das coolste Projekt online gegangen, was wir jemals gemacht haben. Wir battlen uns nämlich in 8 verschiedenen Ländern in Europa bei 8 verschiedenen richtig gestörten Challenges. Irgendjemand wird von mir einen richtig fetten Boxer kriegen. Oh, das ist sowas von unfair, das ist Manipulation. Bitte abonniert das. Ganz genau. Wichtig. Jetzt stecken wir dieses Teil in Julias Nase rein. Nur das kleine. Komm. Und das bleibt nicht hängen. Du brauchst doch noch so eine große Töpferplatte da oben drauf. Das ist doch die Töpferplatte. Nein, du brauchst doch noch was, was drauf ist, damit das so groß ist, oder? Wie viel hat so ein Ding gekostet? 50 Euro. Hey, ich schwöre, geht gar nicht. Sollen das gehen? Geht echt nicht. Sesamkörner sind durchschnittlich auf einem McDonald's Burger. Aber warte, auf welchem Burger? Auf einem Big Tasty Bacon oder auf einem kleinen? Oh, scheiße, das Ding ist, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann bin ich ja auch am Arsch. Ne? Dann muss ich ja hier irgendwie eine Kacke machen. Dieses Ding ist scheiße. Das funktioniert hier heute eigentlich nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Mann, ich wollte so ein richtig professionelles Töpfervideo machen. Ich sage 250 Stück. Jetzt hast du ja voll die... Ja, ich habe dich extra warten lassen, weil ich dachte, lass mal gucken, was die Alte sagt. Also ich sage auf jeden Fall, es sind viel mehr als 250. Es sind locker 900. Das sind 188. So wenige? Es sind viel mehr, Julia. Du bist so dumm. Hey, ich hab gar nicht dumm gesagt. Ja, was hast du gedacht? Böse. Dass du jetzt mit dieser Brille weiterformen musst. Bis zur nächsten Bestrafung. Gott, ey. Wie ist das? Sieht aus, als wäre ich im Flamingo Royal. Wie laut war der lauteste Rülpser der Welt in Dezibel? Ich habe keine Ahnung von Dezibel. Wie viel Dezibel ist ein Elefantenbrüller? Brüllt ein Elefant? Ne, der trötet. Der tröt. Vor allem, weil das ja auch sowas ist, was wir so gut kennen von der Lautstärke her, ne? Ja. 117 Dezibel. Meine Uhr sagt mir immer Bescheid, wenn es lauter als 90 Dezibel ist, weil dann ist es nicht mehr gut fürs Gehör auf Dauer. Du fängst jetzt diesmal hier mal an. Guck ich überhaupt in deine Richtung? Das wechselt voll schnell. Jetzt bist du auf einmal da und schon bist du da. Boah, lauter als 90 glaube ich nicht. Echt nicht? Meinst du schon? Ja, ist ja deine Sache, was du sagst. Dann sage ich mal 85. Ich sag 90. Also ich sag auf jeden Fall mehr, aber ich traue mich nicht mehr zu sagen. Das sind 110,6. Boom. I knew that it was more. So, kann ich jetzt meine Dings wieder abdingsen? Ja, aber dafür kriegst du jetzt was anderes.
mit diesen Handschuhen weiterformen. Wow, kann quasi nicht mehr weiterformen. Zum Glück will ich ja so einen Mug haben, der nicht so schön aussieht und daher passt das. Es sieht irgendwie mittlerweile aus wie eine Schale, nicht wie ein Mug. Das geht hier gar nicht, wir müssen jetzt zur nächsten Aufgabe kommen. Das ist sonst kacke. Ich finde, wir haben Zeit. Lass dir Zeit. Wie viele Gerüche kann die menschliche Nase unterscheiden? Süß, sauer, scharf, salzig. Alles. Wir können ja auch unterscheiden, ob es eine Erdbeere oder eine Brombeere ist. Wie definiert man denn einen Geruch? Fruchtgeruch ist ein Geruch? Luftgeruch ist ein Geruch und jede Pflanze hat einen Geruch? So. Also es sind schon sehr viele. Also wir reden hier schon nicht so von nur so 6 oder sowas. Nee. Jeder verschiedene Furz. Ja. Nein, Furz würde ich so als eine Kategorie zählen, oder? Aber du kannst ja auch Furze unterscheiden. Eben, du riechst ja, dein Furz riecht ja ganz viel schlimmer als meiner, dementsprechend. Das kann ich bestätigen, das ist nicht so. Deiner riecht viel mehr nach Verwesung als meiner. Ja, das stimmt allerdings. Ich weiß auch nicht, was da bei mir los ist. Ja, das ist, weil du so viel KFC frisst, du Eklige. Ich esse nie KFC. Du hast mich sogar einmal gezwungen in Albanien. Da haben wir übrigens auch eine Challenge für Julia vs. Joey gedreht. Einmal habe ich auch gezwungen. Dort KFC essen muss. Ich sag 800.000 oder eine Million. Ich sag 290.000. Du hast jetzt schon eingeloggt. 800.000. Eine Billion. Eine Billion? Mann, Alter, ist das scheiße. Eigentlich müsstest du alle Bestrafungen übereinander bekommen, weißt du? Ja, mach doch. Du darfst jetzt nur noch deine linke Hand zusätzlich benutzen. Ach so, da brauche ich nicht mal weiterarbeiten, ne? It was at this moment that he knew he fucked up. Oh Gott! Oh Gott! Was ist mit meinem Mug passiert? Hä? Oh Scheiße! Das passiert, wenn man die linke Hand verwendet. Nein, das passiert einfach, wenn man blöd ist. Oh nee. Aber jetzt habe ich einen Sonnenhut oder so. Wie kriegst du die linke Hand, mein Freundchen? Ja, das ist kacke. Das kann man nicht machen. Wir können ein paar Runden machen, okay? Aber sonst kann ich wirklich nicht mehr dran arbeiten. Ja, ja. Eine Runde. Ja. Muss eine schnelle Runde werden. Wie viele Oliven braucht man für einen Liter Olivenöl? Ich krieg meinen Mug nicht mehr aufgestellt. Sieht jetzt aus wie so ein ausgeleiertes Muffinförmchen. Ja, sieht wirklich einfach ein bisschen Arsch aus. Und du mal zuerst raus, Julia. Ich sage, ja, geh mal weg mit deinen schmandigen Fingerchenpfoten. Ich sage 2000. Ich sage 5000. Das sind genau 5000. Also ungefähr. So, und als Bestrafung kriegst du jetzt all meine Bestrafungen. Auf gar keinen Fall. Doch, das machen wir Nein, jetzt. Nein, wir haben andere Bestrafungen jetzt. Aber noch. Ich kann alle meine jetzt verlieren, weil ich gewonnen habe, ne? Ja. Bestrafung darfst du jetzt nur noch deine Füße benutzen. Was? Geil. Anni! Was ist das denn jetzt für eine Aktion? Das sollte Joey bekommen. Hä? Mann. Das finde ich sehr gut, weil meine Füße sehen echt nicht ansehbar aus. Ja, meine auch nicht. Ich lass meine Socken aber an, weil ihr seid alle kleine. Nein, lass die Socken auf. Ich möchte nicht den ekligen Perverslingen da draußen meine Füße präsentieren. Das sind keine Perverslinge, nur weil die einen Fußfetisch haben, Julia. Doch, okay. Weil es gegen meinen Willen passiert. Das ist doch scheiße. Ja, dann zeig du doch deine Füße. Oh Mann, ich kann gar nichts machen mit den Füßen. Mein Mug ist einfach nur hässlich. Wie viele Tonnen Hundekot fallen in Berlin täglich an? Boah, auf jeden Fall schon mal Tonnen. Heftig. Tonnen? Ja, Julia, kannst du vielleicht auch irgendwas tun? Ist ich ja voll versuche langweilig. Es. Ah! Du Arschloch! Nein! Nein! Joey! Nein! Du einfach meine schwitzige Achsel gefasst hast. Du hast einfach meinen Fuß angefasst, damit ich meinen Mack zerstöre. Nein, ich hab ihn angefasst. Ja, nein, aber du wolltest ihn zerstören! Ich sag 4 Tonnen. Oh Scheiße, jetzt reißt das auch noch. Wieso reißt denn das jetzt? Der tägliche Berlin-Hundekot-Ding entspricht dem Gewicht einer leeren, unbetankten Boeing 737. Aber ich weiß noch nicht, wie viele Tonnen so ein scheiß Flugzeug hat. Ich weiß nicht mal, was eine Boeing 747 ist. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie viel. Dann sag ich 17. 35. 55 Tonnen. Julia, du darfst aufhören, mit den Füßen zu fahren. Halleluja. Was muss ich jetzt machen? Dafür musst du mit verbundenen Augen weitermachen. Och nö. Ja, das ist quasi wie mit der Brille. Also beschwer dich mal nicht so. Ich finde das unfair, dass du das selber entscheidest. Oh, nein! Ganz ehrlich, meine Bestrafungen sind so egal. Joey macht sowieso alles komplett kaputt, ohne dass er überhaupt eine Bestrafung hat. Ich kann jetzt wieder von vorne an. Ey, Julia, das bringt gar nichts mit dieser DJ-Scheibe. Ja, dann lass es doch mal. Ich fang nochmal komplett von vorne an jetzt. Ja, aber du weißt schon, dass ab einem bestimmten Punkt du einfach nicht mehr weitermachen darfst, ne? Ich lass mich von dir nicht mehr unterkriegen. Die Tyrannei ist vorbei. Ihr seid 3 Fragen vom Ende entfernt. Was? Vom Ende? Nein. Dann hätte ich vielleicht doch nicht nochmal von vorne anfangen sollen. Hast du wirklich jetzt von vorne angefangen? Ich habe jetzt nur so einen kleinen Mini-Dildo hier. Kann ich eigentlich auch andere Gegenstände machen? Jetzt musst du einen Mug machen. Nee, ich kann auch einen Buttplug machen. Nein! Warum denn nicht? Wir müssen ja nachher vergleichen, wer es besser gemacht hat. Ich will das jetzt aber ehrlich gesagt auch mal wirklich probieren auf dieser Scheibe. Ja, das funktioniert erstaunlich gut. Hä? Das geht aber also auch nicht. Also ich sehe es zwar nicht, aber ich glaube, ich mache das hier gerade gut, oder? Können Seeelefanten tauchen? Was ist denn ein Seeelefant? Ich brauche jetzt erstmal ein Bild von einem Seeelefant. Ich sehe ja nicht mal was. Ja. Ich finde das auch unfair, dass du jetzt gar keine Bestrafung mehr hast. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin richtig gerade auf dem Nicht-Holzweg. Was machst du da eigentlich? Ich mache das so, wie es sein sollte eigentlich, glaube ich. Oh!
Hä? Wie hast du das jetzt geschafft? Tja, Julia. Neid nennt man das. Weißt du, ganz ehrlich, ich fange jetzt hier nicht wieder an. Doch. Nee, du sagst das jetzt zuerst. Ich muss mich aber hier konzentrieren. Halt die Schnauze, ich muss mich viel mehr konzentrieren. Ich kann jetzt nichts sagen, Julia. Ich muss hier erstmal drauf klarkommen. Sag jetzt was. Hey, Julia, wir töpfern ungelogen gefühlt seit einer Minute. Wir können nicht gleich schon fertig sein. Ich muss erst mal reinkommen ins Töpfererlebnis. Sag jetzt was. Antwort in 3, 2, 1. 75 Meter. 120 Meter. 1500. Ja! Du musst für 15 Sekunden die Hüfte drehen. Oh! Das also habe ich wirklich. Höchste. Ich habe die wirklich eingestellt. Das ist doch einfach unverschämt. Na super, das ist ja überhaupt keine Bestrafung jetzt. Sie könnte halt jetzt als Bestrafung sagen, ich muss loslassen. Dann würde halt mein Mack wieder hinfällig sein, aber das wäre auch ein bisschen blöd. Okay, vorletzte Frage. Wie viele Sterne kann man mit bloßem Auge sehen? So wahrnehmen können als einzelne Sterne? Oder quasi wie viele in meinem Blickfeld sind? Nee, wie viele du mit deinem bloßen Auge wirklich sehen kannst. Also wenn ich hochgucke und wenn ich zählen würde? Ja genau, aber wie viel dein Auge auch erfassen kann. Weil so ein Teleskop würde ja bestimmt mehr sehen. Boah, wie viele Sterne gibt es in der Galaxie? In der Milchstraße? Hä? Viele? Boah, das wird richtig schön hier. Nee, guck mal, meins wird richtig schön. Deiner ist einfach nur hässlich. Ja, du bist hässlich. Im sichtbaren Universum ungefähr mehr als 70 Trilliarden. Ja, dann ist das halt auch so eine Zahl. Aber das menschliche Auge. Ich glaube, du bist jetzt dran mit zuerst antworten, weil ich habe eben schon zuerst geantwortet. Wollen wir einfach gleichzeitig antworten? Okay. 250.000. Es sind 680.000. Tschüss. Es sind 6.800. Das ist nicht nötig. Ja, aber schön. Willst du mal kosten auf? Nein. Hör auf, hör auf, hör auf. Soll Vorsicht. Deine, soll ich mal deine... Es ist schon was dran. Schöne Hose. Du musst für 3 Sekunden dein Werk an die andere Person geben. Boah, da kann man richtig viel kaputt machen. Du bist so gemein. 2, 3, stopp. Ich würde es so lassen an deiner Stelle. Hey, komm, ihr habt kaum was gemacht. Ich hab's nur verformt. Sieht eigentlich echt ganz cool aus. Wie viele Kilokalorien hat eine durchschnittliche Maus? Hey, wie? So eine Standardmaus. Also wenn ich die jetzt essen würde? Ja. Wie viel Kalorien hat so eine Hähnchenbrust? Hä, warum denn eine Hähnchenbrust? Du musst ja das ganze Tier, ich will ja wissen, wie viel so ein Knochen auch an Kalorien hat, weißt du, den frisst du ja mit. Oder auch den Darm. Vielleicht ist ja Kacke so richtig nah, nee, das ist nicht nahrhaft. 100 Gramm Hähnchenbrust haben 165 Kalorien. Wie viel wiegt eine Maus? Ja, die wiegt auch nicht mehr als 200 Gramm. Naja, denk doch, was du willst. 25 Gramm. 50. 50 Kalorien? Kannst vielleicht dich ja hat jetzt ja so mal schön Fell daran orientieren mal wieder. Vielleicht hat ja so ein Fell so richtig viele Kalorien. Ich sage 45. Das sind 30. Ha! Weißt du bist wirklich so ein Arschloch. Das hast du jetzt aber nur gesagt anhand meiner Antwort. Ja genau, deswegen habe ich ja gesagt, du antwortest bitte zuerst, Julia. Ja, ich habe während Julia vs. Joy dazugelernt, habe ich nämlich immer zuerst geantwortet. Das stimmt überhaupt nicht. Doch, das wurde mir dann nicht, nämlich so richtig zum Verhängnis. Hä, wann hast du denn mal zuerst geantwortet? Bei dem Käse? Ja, sorry, aber da warst du auch einfach ein bisschen blöd. Ja, oder hier auch mit dem wie viel unter Meeresspiegel. Ja, da war ich aber auch komplett falsch. Ja, aber trotzdem habe ich zuerst geantwortet. Ja, und du hast gewonnen. Du musst jetzt auch noch für 15 Sekunden die höchste Drehzahl einstellen. Ah! Ist das hoch so wie möglich? Ja, oh Mann! Ah! Das ist so gemein, das direkt am Ende zu machen. Du musst es auch auf der Platte ordentlich festdrücken. Ne? 15, stopp. Mann, das hat jetzt hier richtig einen Riss in meinen Nagel. Kacki. Okay, und dann seid ihr jetzt fertig mit der Formrunde. Ja, ich brauche aber jetzt hier noch 20 Sekunden. Ich finde das absolut unfair. Wir müssen noch mal hier über die Regeln sprechen, Freundchen. Also ich bin zufrieden mit meinem Ja, Mark. Schön, dass du zufrieden bist. Du hast ja jetzt auch keinen Henkel. Was ist mit deinem Henkel? Ja, ich habe halt keinen Henkel. Die haben sich getrennt. Oh, geil, ich will auch noch mal das benutzen. Ich weiß nicht, was es bringt, aber cool. Fertig. So, versuch das mal da runterzukriegen jetzt. Muss ich das jetzt hier runterkriegen? Ja, stell mal vor, Anni macht es runter, dann macht es kaputt und dann bist du sauer. Dann brauche ich so einen Nylon. Und dann sieht sie gleich auch so aus wie ich. Ich brauche einen Nylonfaden. Zahnseide hast du safe. Joey, wirklich, ich Vorsicht, meine Hose. Mehr das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Julia, Vorsicht. Du bist einfach, ich spucke gleich. Mann, meine Armbänder! Scheiße. Ja, warum machst du es auch nicht ab vorher? Warum ziehst du deine Hose nicht aus? Damit ich dich nicht sexuell belästige. Du belästigst mich! Aber nicht sexuell. Ja, trotzdem ist es Belästigung. Das ist aber schon lange nicht mehr benutzt, das sehe ich doch. Die ist neu. Hey, guck mal, geht doch. Die kommen jetzt auf Backpapier und dann bleiben die da bis morgen und dann machen wir weiter. Leute, es ist der nächste Tag und wir sind bereit, unsere Kunstwerke aus dem Ofen zu holen. Ich habe schon wieder keinen Platz. Ja, ich muss das machen, damit ich deinen Schweißgeruch wegwedeln kann. Weißt du, wie du müffelst? Ich kann es nicht fassen. Wirklich. Ich mache auf. Darf ich vielleicht auch irgendwas in diesem Video machen? Du darfst einiges machen. Du durftest sogar einen Penis machen. Ich habe versucht, Julias Penis nachzustellen, aber... Er passt farblich total gut. Halt ihn doch jetzt mal dran. Joey hatte gestern noch sehr, sehr viel Spaß mit dem Ton, nachdem wir das Video ausgemacht haben. Allerdings. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Unsere fertigen Mugs, die jetzt aber noch bemalt werden. Und das wird auch challenging. Mhm. Denn es geht weiter mit der Challenge. Let's go.
Ich könnte hier richtig schön ein bisschen dein Ohr sauber machen. Ich muss sagen, da ist nämlich ein bisschen was drin. Ja, da ist echt Mocke drin, ne? Ja, auch so in der Hörmuschel hier außen schon. Sag mal, wann hast du das letzte Mal damit ein bisschen mit Seife dran rumgerubbelt? Ja, gestern. Naja, ist mir jetzt peinlich. Ja, jetzt willst du nicht mehr nach da gucken, weil ich da reingucken kann. Muss dir nicht von mir peinlich sein. Ja, aber vor allen anderen Leuten hast du es gerade auch gesagt. Ich finde, es ist wirklich hübsch geworden. Deins auch. Also ich finde deins nicht hübsch, aber danke. Ich finde, das sieht cool aus. Ja, es sieht schon irgendwie cool aus. Aber ich weiß nicht, wie es ist, daraus zu trinken. Weil wo willst du jetzt deine Lippe genau ansetzen? Ich habe ja nie gesagt, dass ich daraus trinken will. Wir bemalen die jetzt einfach so, wie wir Bock haben. Und dabei müssen wir weiter Fragen beantworten. Und eventuell wird es ein bisschen schwieriger für uns. Aber wer entscheidet, was dann am Ende der Gewinner-Cup ist? Ich würde sagen, dass die Zuschauer das entscheiden. Wie viel Gramm Hautschuppen? Oh, schon wieder sowas Ekliges. Ja, genau, mein Thema. Wie viel Gramm Hautschuppen verliert ein Mensch am Tag? Ohr. Wir hätten auch die Frage stellen können, wie viel Gramm Ohrenschmalz hat Julia gerade in ihrem Ohr? Ich hasse dich so sehr. Aber ist das nicht schön, dass wir so close sind, dass ich Witze über deinen Ohrenschmalz machen Ja, kann? Aber doch nicht vor der ganzen Menschheit. Es ist wichtig, authentisch zu sein. Ja. Da gehört auch der Ohrenschmalz dazu. Dein Mikropenis. Ich zeig ihn dir nie wieder. Wir müssen gleichzeitig antworten, weil sonst funktioniert dieses Konzept hier nämlich nicht. 14. 50. Es sind 14 Gramm. Oh mein Gott! Hautschuppen ist genau mein Thema. Ja, super. Du darfst jetzt nur noch mit diesem Wandroller erstmal weitermachen. Willst du mich verarschen? Was soll ich denn damit anrichten? Ja, ich kann quasi nichts damit machen, ne? Gar nicht! Ist das scheiße! Guck mal, funktioniert. Ich benutze es zwar voll falsch, aber egal. Wie viele Nickel hat ein Opossum? Ich weiß nicht mal, wie ein Opossum aussieht. Sagen wir auf drei wieder? 1, 2, 3, 24. 8. 13. 24 Nippel. Ich dachte, dass es jetzt irgendwie so eine krasse Zahl ist. So, das Ding ist aber, du darfst es nur noch mit deinem kleinen Finger weitermachen. Wird wirklich immer räudiger. Aber ganz ehrlich, damit komme ich wenigstens in die kleinen Ritzen hier. Meine Grundierung wird wunderschön hier. Ich weiß nicht, wie ich hier unten dann weitermachen soll. Ich muss ja dann irgendwann die Hand nehmen, ne? Aber irgendwie einfach dann blöd. Du machst auch gerade die weiße Farbe braun. Das will ich ja auch. Ich will einen Übergang erzeugen. Kümmere dich mal um deinen Morgen. Du kannst doch nicht einmal die weiße Farbe, während ich die weiße Farbe auch benutze, da braun machen. Was für eine egoistische Sau bist du denn? Chill mal, ja. Das ist so wenig. Das hat überhaupt keinen Einfluss drauf. Guck mal bitte, wie viel Braun da drin ist. Guck mal, ich mach's jetzt sogar raus. Ja, besser für dich. Weil ich nett und süß bin. Nein, weil du endlich mal gerafft hast, was soziales Interagieren ist. Du bist eine Giraffe. Was denkt ihr, wie viele Städte mit dem Namen Berlin gibt es auf der ganzen Welt? Boah, in Amerika gibt es richtig viele Städte mit so da gibt es zum Beispiel Hannover. Und so oh, really? Wird genauso wie Hannover geschrieben, nur mit einem N. Oder es gibt auch Frankfurt. Ja, also Hannover wird auf Englisch auch mit einem N geschrieben. Ja, siehst du. Warum machen die USA denn alles nach? Das ist richtig crazy. Wie nervig die sind. So, bist du bereit, Joey? 30. 93. 118. Tja, Julia, du bist einfach eine dumme Socke. Raste doch gleich aus. Weißt du, damit erkennt man keine einzige Farbe mehr. Ich sehe gar nichts. Wie viele Liter Wasser kann ein Kamel in 15 Minuten trinken? Ich bin so schlecht im Schätzen. Also heute zumindest. Ist das dunkelgrün? Nein, das ist gelb. Okay. Ich sehe ja nichts. Naja, vielleicht doch nicht. Du nur so. 3, 2, 1, 15. 65. 200 Liter. Digga, was? Du darfst nur noch eine Farbe verwenden. Für den Rest der Session? Wird das wohl grün. Och Mann, ich hatte voll den Plan. Ja, am besten, du schätzt mal in Zukunft ein bisschen besser, ne? Weil das ist eigentlich wirklich peinlich, dass du wirklich alles falsch hattest bisher, ne? Ich habe nur noch drei Fragen vom Ende entfernt. Hast du mal diesen geilen Verlauf hier gesehen? Schön ich sag für mal dich. So, wow. Ich kann das Video eigentlich direkt beenden, ich habe eh verloren. Vor allem, der wird wirklich so hässlich aussehen. Wo lag der Weltrekord im Kirschkern? Okay. Wie weit kann jemand springen? Wenn er richtig krass ist, bestimmt so 13 Meter, ne? Nee, das ist zu viel. Ich habe so 4 Meter geschafft in der Grundschule. Ja, nee, ich glaube, ich habe sogar nur 3 Meter geschafft. Du warst ein unsportlich kind, ne? Und dick. Der Weitsprung-Weltrekord liegt wohl laut Wikipedia bei 8,95 Metern. Ich verstehe halt auch nicht, was Sprung mit Spucken für dich irgendwie gemeinsam macht. Meinst du nicht, dass es ungefähr gleich ist? Kann sein. Das hatte ich mir halt jetzt so überlegt, um dir hier auch mal ein bisschen wenigstens zu einem Vorteil zu verhelfen, indem ich meinen Gedankengang mit dir Mach teile. Mach dein Ding. 26. 21,7. Sorry, was? Was ist das denn für ein schlechter Spucker? Meinst du, du schaffst mehr? Ja, sorry, aber das ist ja wirklich nicht weit. Du darfst jetzt leider auch einfach gar keinen Pinsel mehr benutzen. Anni! Guck mal mit meinen Nägeln, ich kann auch nichts machen mehr. Die nächste Bestrafung ist übrigens etwas Kürbissuppe schlürfen. Weg mit dir! Pinguine stoßen ihren Kot mit einem 4-mal höheren Druck aus als Menschen. Was glaubt ihr, wie weit schleudern Pinguine ihren Kot? Ich bin da doch jetzt wieder sowieso komplett von weit entfernt. Ich sag jetzt wahrscheinlich wieder 200 Meter und dann ist es irgendwie so 200. Und dann sind es so 30 Zentimeter. Ich weiß nicht, ich habe noch nie versucht, meinen Kot besonders weit zu stoßen. Ich schaff das doch kaum, im Wald mal zu kacken. Wenn ich versuche, peinlich. In der Hocke zu kacken, dann kacke ich mir in die Hose. Echt jetzt? Hab ich dir doch mal im Podcast erzählt. Das ist ziemlich miserabel. Weißt du noch, als meine Mutter kommen musste und mich abholen musste, weil ich mir in die Hose geschissen habe? Ja, aber das ist doch voll lange her. Da warst du doch ein Kind, oder nicht? Naja, 14. War nur Spaß. Ich war 6. Naja, 26 warst du. Ja, stimmt. Das war vorletztes Jahr.
3, 2, 1. Du sagst ja gar nicht. Ja, weil 3, 2, 1. 2 Meter. 40 Zentimeter. Was darf ich jetzt wieder machen? Ach so. Aber dafür darf was? Joey... Ja, komm, jetzt aber bitte was richtig Fieses. ...dir für 5 Sekunden sein Werk geben. Und nicht mit Grün. Ich darf doch keine andere Farbe benutzen. Jetzt. Du altes Kackvieh, das ist gemein. Stopp. Hättest du nicht wenigstens ein Motiv machen können? Ich hab doch ein Motiv gemacht, was das ist denn? Ein Penis. Oh, ich dachte, das wäre ein Monstera-Blatt oder so. Ich dachte, das passt gut zu dir, weil du stehst ja so auf Penisse. Ja, vor allem auf grüne, die finde ich total geil. Wenn die so ein bisschen gammeln schon, weißt du? Gammelt dein Penis? Ja, deswegen ist er auch grün. Und das kommt jetzt auf die letzte Frage. Ich bin noch gar nicht bereit für die letzte Frage. Ich habe gerade erst meinen Pinsel wiederbekommen. Wie viel Energie braucht das Gehirn gerechnet in Bananen? Pro Tag oder in seinem ganzen... Pro Tag. Wie viel Kalorien hat eine Banane? 100? Ich sage dazu nichts, weil das wäre ja Vorteil, ne? Und wir reden so um Überleben, damit dein Gehirn normal arbeitet. Aber jetzt nicht so leistungsfähig, wie es sein könnte. Ja, du musst jetzt nicht am Tag noch Sport machen oder eine Mathe-Klausur schreiben. Also Joey bräuchte einige Bananen. Ist jetzt gut oder schlecht? War das jetzt eine Beleidigung? Das war das Sinnbild davon, was du gerade geantwortet hast. Ich bräuchte einige Bananen, damit mein Gehirn funktioniert. Aber es ist doch gut, wenn mein Gehirn viel Energie braucht. 6. 4. Das sind 2 Bananen wohl. Fick doch deinen Arsch. Was soll ich ficken? Ja, ganz genau, du hast richtig gehört. Was ist aus Joja Beautics geworden? Joja Rasaurex ist daraus geworden. Oh, was? Es ist ja wirklich zum Scheitern verurteilt hier. Was soll ich denn sagen? Wir haben jetzt noch 2 Minuten, um alles zu retten. Das geht 2 nicht. Minuten? Das ist noch nicht getrocknet bis dahin. Ja, Pech gehabt. Deins ist doch quasi fertig. Meins sieht voll scheiße aus. Ich wollte da noch Pünktchen oder so. Ja, aber in 2 Minuten sieht es immer noch scheiße aus. Du bist scheiße. Und du riechst nach scheiße. Ich benutze jetzt meinen Finger, weil dann weiß ich wenigstens, was ich mache. Ich bin jetzt mal ehrlich, tatsächlich sieht das gar nicht so kacke aus mit diesen Fingerpünktchen. Mach nicht zu viele, aber so wirkt es gerade so ein bisschen Vintage-mäßig. Ich sehe nämlich ja nichts. Also wie viele habe ich denn da jetzt drauf? Mach nicht zu viele. Aber manche sind jetzt so ein bisschen ausgegraut. Oh Manu. Du müsstest jetzt noch mal einmal draufdrücken, genau da, wo schon mal drauf ist. Ja, aber wurde. Wo soll ich denn wissen, dass ich da schon mal drauf gemacht habe? Das war der Witz. Ende. I don't know about this. Oha! Hä, das sieht total cool aus. Sieht echt cool aus. Ja, ich verstehe, was du meinst mit den Abgedingsten. Aber guck mal, dafür, dass ich so viele Handicaps hatte, meint es wirklich wesentlich spannender aus als deins. Was ist das denn? Ich wollte halt so einen geilen Übergang machen. Ja, aber in braun? Ja, in braun. Ich sieht einfach aus wie Ton. Ein Kaffee aus einer braunen Tasse schmeckt am besten. Das ist nämlich Gesetz. Ich sage safe, aus der Tasse hier schmeckt er besser. Man kann zwar nicht draus trinken. Doch, hier kann man richtig gut. Oh, guck mal, das ist voll die super Kaffeeöffnung. Kaffeeöffnung. Können wir das jetzt auch noch so einglasieren und dann so brennen und das ist dann so richtig geil? Ja, können wir machen. Geht das wirklich? Ja, natürlich geht das. Lass das machen. Warum soll das nicht gehen? Na, weil... Oh, lass uns dann am Ende von diesem Video zusammen einen Kaffee aus unseren Bechern trinken. Finde ich geil. Aua. Wer ist das denn? Ich habe was mitgebracht. Mensch, das sieht aber toll aus. Sieht wirklich total toll aus. Also eins zumindest. Ganz ehrlich, ich habe Angst, dass man eine Krankheit bekommt, wenn man aus diesen Dingern trinkt. Hä, nein, die sind getrocknet worden und ich habe auch so ein Zeug noch da drauf gemacht. Ich habe es richtig präpariert. Das sieht richtig räudig aus. Ja, ne? Deiner halt sieht aus wie Scheiße. Deiner sieht aus wie Scheiße. Meiner sieht total cool aus. Deiner sieht aus, als hätte man so grüne Kacke drauf gesprüht. Ich durfte keine andere Farbe benutzen, du blöde Kuh. Du durftest alle Farben benutzen und hast das hier gemacht. Ja, und du hast es jetzt hier hässlich kacke gemacht. Wie du hast meinen komplett eingedeckt. Ja, und du hast meinen zerstört. Ich hab deinen nicht zerstört, du warst einfach schlecht im Töpfern. Sieht man das? Da sind Risse drin. Meiner halt nicht. Also ich würde sagen, das gibt schon Pluspunkte. Aber ganz ehrlich, wird das hier auch bei dir in deinem Tassenschrank bleiben? Natürlich. Dieses hässliche Teil? Absolut. Ich finde, das hier ist ein perfekter... Tut das nicht wie, wenn du deinen Mund da dran hältst? Ich hab's noch nie probiert. Ja, da ist ein bisschen Scheiße dran. Das ist doch Zwiebel oder so. Nee, das ist, glaube ich, Backpapier. Oder Zwiebel. Also hier willst du jetzt immer dran draus trinken? Ja. Jeden Morgen werde ich da jetzt meinen Kaffee draus trinken. Hoffentlich, wir müssen es ja jetzt erstmal ausprobieren. Also hier mache ich keinen Kaffee rein. Das bringt halt nichts, ne? Ja, das geht. Leute, also das könnt ihr euch mal merken. Das hat Joey halt einfach verkackt, ne? Boah, das könnt ihr euch mal merken. Ja, was denn? Die Zuschauer müssen noch im Endeffekt entscheiden, wer hier das Schönere gemacht hat. Ja, ich hoffe, ihr seid mal lieb zu mir, weil an sich sieht das ja viel, viel ästhetischer aus. Also sorry, aber das sieht wirklich einfach aus wie Kacke. Ja. Oha. Oder? Hier, da hinten wird überhaupt nicht mitgeredet. Also. Kannst du mal bitte kurz sagen, welches du schöner findest? Ich durfte halt die ganze Zeit nur meine Hände benutzen, war andauernd blind und durfte nur eine Farbe benutzen. Ich aber auch. Also, beides echt schön, ne? Hallo? Mach mal einfach Wasser rein. Das kommt schnell raus, ne? Mega. Echt guter Cup geworden. Fast wie so eine Gießkanne. Ja, kannst du jetzt deine Pflanzen gießen? Ich glaube das auch. Das ist eine gute Idee, okay? Mach mir bitte einen Kaffee. Hier ist aber auch ein Riss drin, ne? Aber der ist nicht ganz gerissen. Der also, ist nur angerissen. Wenn man richtig guckt, sieht man da einen Riss. Ja, stimmt. Shh.
Erstmal müssen wir unseren Espresso abwiegen. Och, möchtest du das jetzt mal machen? Was ist los? Jetzt machst du 17 Gramm rein. Ich ist schon eklig, dass du einfach mit deiner Ekelhand da reingrapscht. Du gehst überall mit deinem dreckigen, angeleckten Schrottlöffel rein. Deswegen ist auch immer alles verschimmelt bei dem Mann. Jetzt machst du den einmal kurz trocken mit diesem Kaffeelappen da. Bei mir muss ich auf einen Knopf drücken. Auf einen Knopf. Jetzt nimmst du den Dosierring da. So, und jetzt drückst du da auf den Knopf. Und jetzt wird das gemahlen. Aber das sind ja so viele Dinge, die du immer sauber machen musst. Wie stressig. Ja, oder man macht sie einfach nicht sauber, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Mit dieser Nadel. Genau, damit lockerst du das jetzt alles schön auf und dann ist alles so schön ebenmäßig. Guck mal, wie lange brauchst du morgens, um den Kaffee zu machen? 20 Minuten. 20 Minuten? Ja, mit Vorheizen. Da braucht er 15 Minuten zum Vorheizen. Wie nah möchtest du noch an diese Kamera meine Nase ran? Gehen. Yes. Klopfst du so ein bisschen, damit das so alles runterkommt? Nein, ich. Jetzt kannst du den Dosierring bitte entfernen und jetzt tampst du. Und du musst jetzt vor allem gerade tampen, also das darf nicht schräg sein und du musst doll drücken mit den Fingern. Woher soll ich denn wissen, wie das gerade ist? Ja, du nimmst mit dem Finger hier so und dann guckst du an der Kante. Und jetzt drücken, richtig doll drücken. Das war da nix, ey. Oh Mann. Nicht drehen. Ach so, ich mach das erste Mal. Sei nicht so hart zu mir. Ich glaube, du hast genug gedrückt. Es reicht. Es ist eingerastet. Wir müssen jetzt genau doppelt so viel Espresso extrahieren, wie die Bohnen sind. Also, 17 mal 2. Kann ich nicht. 17 mal 2, Julia. Ich kann nicht, nein. Das kriegst du ja wohin. 34. Kennst du aber, wenn so einfache Matheaufgaben da sind und dann plötzlich im Stress bist und Angst hast, dass es falsch ist? Ja, aber Julia, dann traut man sich nicht mehr, es ist dein Video, du kannst es schneiden. Jetzt musst du aber gucken, dass es auch wirklich reinfließt, ne? Weil das ja, ist hier das kriege ich Special-Tasse. Schon hin. So, jetzt machst du an, das heißt den Hebel hoch und dann musst du sofort auf Time drücken. Hoch, weiter hoch. Und jetzt Time. Sag mal, oh, hast verkackt, Julia, egal. Ich hab nicht nochmal. Jetzt. Fließt auf jeden Fall nicht raus, ne? Haben wir Glück gehabt. Nee, ich hab das ja auch super gemacht. So, 34, schnell, aus. Stopp, wie aus? Das war zu viel. Jetzt haben wir 41 Gramm. Das ich wusste nicht, dass ich das dann ausmachen muss. Weil das Ding ist schon fast verstanden. Voll. There's some beautiful heifer milk in there. Du hältst das jetzt so, dass das hier so ist, ne? Und jetzt musst du das aber so schräg halten. Es muss aber an der Kante sein, sodass es sich anhört, wie als würde ein Papier zerreißen. So muss es sich anhören. Wenn es jetzt heiß ist, du musst die eine Hand dran halten. Wenn es schon warm ist, dann musst du reindingsen. Aber das wird jetzt eh nichts. Jetzt rollt die Milch. Das ist scheiße. So, und wenn das so heiß ist, dass du nicht mehr dran fassen kannst, dann ausmachen bitte. Aua. Ja, mach aus. Für dich reicht. Sorry, aber ist das anstrengend. Du musst halt ein bisschen üben. Ja, vielleicht brauche ich auch einfach einen besseren Lehrer. Sorry, aber du hast mir ins Ohr geschrien, wo ich gesagt habe, hör zu, wie es sich anhört, wenn ein Blatt zerreißt. Ich habe nicht mal gehört, wie es sich anhört. Das hat null angehört, als wenn ein Blatt zerreißt. Doch, am Ende schon. Jetzt musst du einmal so klopfen, damit die kleinen Plätzchen weggehen. Erstmal hältst du das so schräg, ne? Und dann machst du jetzt so ein bisschen hoch, genau, und jetzt rein und jetzt so ein bisschen rühren. Genau, so stark. Ja. So, und jetzt setzt du tief an und dann kannst du was reinmalen. Julia, wie hoch? Meine Güte, ey, ist das schlimm. Aber ein bisschen Latte Art ist da. Ich hab einen Wasserfall kreiert. Guck mal, wie cool. Und es ist sogar ein Herzchen geworden. Nein, es ist ein Spermafleck geworden. Julia. Das weißt du auch. Das ist so peinlich einfach. Das sieht auch richtig eklig aus. Ist total individuell. Aber ich glaube, er wird schmecken. Das ist nicht mein Mundstück. Warum hast du viel Porzellan im Mund? Nee, das ist auch nicht mein Mundstück. Aha. Ich muss hier erstmal testen. Das sieht aus wie so ein Baby. Das ist mein Mundstück. Wie so ein Schnuller sieht das aus. Ich finde, ich habe ihn sehr lecker gemacht. Aber aus so einer Öffnung da so komisch rauszutrinken, das fühlt sich an, wie als würde ich aus einer Gießkanne trinken. Ja, ist doch total cool. Mal was anderes. Weißt du was? Ich kann ja auch hier draus trinken. Ja. Findest du genau so? Ja, Leute. Also, mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das wirklich ganz toll. Ich finde, das ist super geworden. Wir sind absolute Künstler. Nein, ich werde da jetzt jeden Morgen meinen Kaffee draus trinken. Versteiger das auf Kleinanzeigen. Und deins werden wir fixen. Stimmt, wir können das echt versteigern auf Kleinanzeigen. Für guten Zweck. Ja, und die 7 Euro spenden wir dann an guten Zweck. Mehr wird niemand bezahlen wollen für die Scheiße. Ich finde, der ist sehr schön geworden, Leute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ich bin sehr stolz auf mein Exemplar. Und ich hoffe, ihr schreibt trotzdem rein, dass ich gewonnen habe, weil alles andere wäre unfair. Weil hier draus wäre halt wirklich die Erfahrung, Kaffee zu trinken, super, hätte Julia den nicht manipuliert. Ich habe den nicht manipuliert, erstens. Und zweitens sieht er halt einfach aus wie... Er sieht aus wie so ein kleiner Kackhaufen. Wie ein Kaffeekapp sieht er aus. Nee, wie ein kleiner Kackhaufen. Ich finde, das ist ein kleiner Kackhaufen. So, jetzt haben wir genug über deinen Kackhaufen geredet. Wir haben euch ganz doll lieb. Guckt bei Julia vs. Story vorbei. Tschüss. Tschüss.